Sie alle kennen ihn. Sie hatte dreijährig super einen Einstand gefeiert als Bundeschampion in dieser noch jungen Station hier auf dem Schafhof. Die Rede ist von Destacado FRH, diesem Sohn des Desperados aus der Staatsprämienstudie Libella von London, Derry, Falkland. Großartig hier mit seinem Auftritt, den wir da erleben, auf weltmeisterlichem Boden in Ermelo, bei der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde, wo wir ihn feiern durften. Und es nimmt nicht Wunder, wenn man seine vorherigen Auftritte in Summa sieht, als Vize-Champion der fünfjährigen Dressurpferde. Und das Gesamtergebnis war da wie in der Finalqualifikation eine Gesamtnote von mehr als 9, also zwischen sehr gut und besser geht nicht, also ausgezeichnet. Man sah bei den Weltmeisterschaften wie immer, 15 Mal ungefähr habe ich da gerichtet oder kommentiert, auch viel Ausdruck, der aus Spannung gewonnen wurde und relativ vieles, was aus reiterliche Einwirkung zurückzuführen war. Und dann kam dieser Fuchs, wo das eigentlich Spektakuläre die Natürlichkeit ist, mit der der am obersten Rand der Qualität der drei Grundgangarten sich präsentiert hat. Locker, souverän, mit unheimlich viel Ausdruck und mit einer Selbstverständlichkeit, die ihresgleichen sucht. Die ganze Zeit durchgehend beim Reiter, wie jetzt auch. Das Pferd muss Rittigkeitsnoten haben, die jenseits der normalen Notenskala zu finden sind. Das Pferd ist unheimlich willig, leistungsbereit und trotzdem hat er diesen Vorwärtsdrang, die Bewegungsfreude, die Energie, dass er auch auf internationalem Parkett, also ohne Unterstützung von Gerte oder deutlicher reiterlicher Einwirkung, sein Potenzial ausspielt. Das muss man einfach auf sich wirken lassen, die Trabverstärkung mit ganz, ganz deutlichem Überfußen, unheimlich viel Schulterfreiheit und von hinten bis vorne eine Bewegung, die nur aus Energie gespeist wird, die aus der Hinterhand kommt. Ein Pferd, was wirklich optimalerweise seine Schub- und Tragkraft nutzen kann. Die Galoppade, ich würde die nicht nur Patent nennen, die ist genau das, was man idealerweise für ein Dressurpferd braucht. Taktsicher, von Natur aus bergauf, aktiv, großzügig und von einem hohen Maß an Elastizität gekennzeichnet. Das ist genau das, was man sehen will. Die Frequenz der Galoppsprünge in der Verstärkung wird nicht schneller. Der Rhythmus bleibt gleich. Der Sprung wird einfach nur größer, und zwar mindestens um einen Meter. Und das bei ganz, ganz gleichbleibender Bergauftendenz. Toller fliegender Wechsel. Da machen wir mal einen Zwischenapplaus. Das ist für ein sechsjähriges Pferd phänomenal, mit welcher Sicherheit, Selbstverständlichkeit, mit welcher Bergauftendenz das präsentiert wird. Super. Toller Ausdruck in den Wechseln, hervorragend bergauf. Und das im März. Und auch hier sehen Sie, die Galoppade, die verliert nichts am Bergauf, am langen Zügel. Der Hals Muskel, der Oberhals, mustergültig aufgewölbt. Also ich würde jetzt einen weiteren Zwischenapplaus geben wollen für die Ausbildung dieses Pferdes. Genau das ist, was wir sehen wollen. Natürlichkeit gepaart mit Ausdruck. Spektakulär sind Rittigkeit, ist die Qualität der Grundgangarten, ist die Mentalität dieses Pferdes. Und man könnte jetzt sagen, ein Höhepunkt folgt dem nächsten. Der Schritt, das ist einfach das Optimum. Überragender Übertritt, tolle Schulterfreiheit. Das Pferd, der Hengst setzt seinen ganzen Körper ein und die Nachzucht ist nicht von anderer Qualität. Die natürliche Gelassenheit dieses Hengstes, gepaart mit allerhöchsten Möglichkeiten, sich zu bewegen und sich versammeln zu lassen. Einfach nur toll.
Wir treffen uns alle gemeinsam im schönen Schafhofzelt und feiern diesen schönen Hengstabend. Dankeschön, Matthias. Dankeschön an Katrin. Dankeschön, Klaus-Martin Rath, für eine grandiose Show.